Ich schau mal den Deckel an. Megawannen. Wir unterhalten uns seit 10 Minuten. Du checkst einfach nicht, dass ich... Na gut. Ein Entdecker kann sich in der Wildnis ernähren. Oh, Lederrüstungen und Kleidung anfertigen und außerdem alle Rohstoffe sammeln, die er auf die er stößt. Stoßen. Anstoßen. Der Imperativ von Vögelchen. Ja, einige wissen. Der Imperativ, also die Befehlsform von Vögelchen. Also Na gut. Die Laufbahn eines Entdeckers eignet sich insbesondere für diejenigen, die leicht oder mittlere Rüstung tragen. Yeah. Das hört sich doch perfekt an, hey. Schürfer, Förster, Schneider. Hm? Was ist das? Entdeckers. Also Entdecker ist eins höher gerückt. Waffenbauer. Weiß ich nicht. Ja. Du hast aber jetzt... Der schaut echt... Dir neben mir schaut voll scheiße aus. Die Erinaeve aus Bruchdalle. Waffenbauer können alle Waffen herstellen, die man braucht. Naja, gut. Ich brauche zwar Klingen. Nein. Will ich nicht. Ich denke mal... Ich nehme den Entdecker, weil Freibauer ist jetzt für die Klasse, finde ich jetzt nicht so toll. Seid gegrüßt. Servus. Es ist mir eine Freude, euch zu sehen. Ja, hola. Un hablo de español. Ein Entdecker kann, ja genau, ich glaube, ich nehme mal ich verspreche mich mal ein paar Mal. Die Laufbahn eines Entdeckers, ja genau. Ich habe mittlere Rüstung, perfekt. Ich mag Sammeln von Rohstoffen, auch super. Ja. Cool. Schneider, da kann ich schneidern. Förster kann ich förstern. Und Schürfer, da kann ich schürfen. Also, aber ich brauche, Entschuldigung, dass ich lange brauche, aber das beeinflusst mein komplettes Leben. Also, würde ich doch ein bisschen, ja, da nehme ich halt, was schaut denn besser aus von den Symbolen? Ah, ja, schade, dass jetzt ich das, das war jetzt gerade so ein Sympathieanfall-Schrei. Seid gegrüßt. Servus, Meogowannen. Ich nehme jetzt einfach mal den Beruf, was habe ich jetzt genommen? Keine Ahnung. Vergessen. Beruf. Entschuldigung, war ich nicht. Ich glaube, ach ja, Entdecker bin ich jetzt, genau. Ich bin Entdecker. Und jetzt kann ich Leute decken. Ich kann schneidern und förstern und schürfern. Entschuldigung, also das ist aber echt, das ist nicht mein Verdienst, also mein... Ja, ist ja wurscht. Also, Förster, was gibt's denn da, was kann ich da machen? Holz. Ich kann Holz bearbeiten, ich mag das. Ich bin... Mir gefällt sowas, wenn ich sowas machen kann, hey. So. Und für die Förster-Axt muss ich mal jetzt kurz anlegen... Die Förster-Axt, wo ist sie? In meinem Inventar? Die Förster-Axt. Ist, glaube ich, da, ja. Und ich fertige sie. So, das sieht man jetzt gerade. Oh, geil. Wozu brauche ich bitte eine Axt, ey? Ich habe doch gerade ein Messer benutzt. Ja, und ich bekam jetzt aus den zwei leichten Fällen ein halbes leichtes Fell. Nö, was bekomme ich jetzt davon? Zwei zerrissene Felle? Was bekam ich jetzt? Ach, ein Stück leichtes Leder. Wow, leichtes Leder. Wow. Und ich bekam 6 Fertigkeitspunkte in meinem Rang. Zinn, Kupfer. Ich kann Sachen veredeln und einschmelzen. Das gefällt mir sehr. Und... Ah, und da brauche ich leichtes Leder. Ja, super. Das ist ja übelst geil, hey. Das ergänzt sich ja sowas von, hey. Also, okay. Das ziehe ich mal auf die in den anderen Beutel. Gibt es nicht auch einen Typen in Herr der Ringe, der Beutel? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Also, und wir haben doch vorhin in der Post, Sie haben Post, haben Sie doch bekommen ein Geschenkpaket. Und das macht man auf, dann sind andere Sachen drin. Da ist drin Heiltränke, das eingewickelte Pferdepfeife. Cool, nehme ich gleich mal. Da bekomme ich ein Pferd und Empfehlungsschreiben hatte ich auch schon und ein anderes Krafttränkchen und ganz viel. Dann in dem anderen Geschenk war wieder ein Geschenk drin. Das ist für Level 6. Da bekomme ich eine Schrift des Schubs. Ach, ist doch egal. Nehme ich einfach mal. Wurscht, oder? Ja. Auch wieder Sachen drin und da ist Level 7 drin. Und in jedem Geschenk ist ein anderes Geschenk. Also... Das ist schon
Wie groß muss das Geschenk sein, was der mit? Er nimmt ja auch so viel mit. Er nimmt Rüstung und Äxte, Schwerter mit, er nimmt Waffen mit, er nimmt Felle mit, er nimmt Äxte mit, er nimmt riesige Geschenkpakete mit, die den Durchmesser eines Globuses haben. Keine Ahnung. Ja. So. Ich werde unterbrochen wieder mal, wie man es schon kennt von meinen Let's Plays. Ist ja egal. Da neben uns sehen wir einen Reiki, der Typ heißt so, und der ist Drechsler anscheinend. Ich habe keine Ahnung, was ein Drechsler ist. Ich wüsste es bestimmt, wenn ich mal drüber nachdenken würde, aber ich denke nicht drüber nach. So. Und Musikantin. Ich mag Musikanten. Ich liebe Musiker. Ja, klar. Sie hält einen Akkord auf einer zwölfseitigen Gitarre und spielt dafür einzelne Fill-ins. Ist genau klar, oder? Yeah. Der Musikant ist ein sehr wichtiger Charakter bei Herr der Ringe Online. Durch ihn verwaltet ihr eure im Spiel erworbenen Eigenschaften. Diese lassen sich nur bei Musikanten aktivieren oder entfernen. Geil, Alter. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Yeah. Tugend, Rasse, Klasse, legendär. Musikanten sind wichtig. Heilerin. Musikanten sind wichtig, habe ich jetzt gerade gelesen. Musikanten sind wichtig, ja. Das habe ich gelesen. Und die können meine Fähigkeiten aktivieren. Also würde ich so schnell wie möglich Level 7 werden, weil dann bekomme ich die erste Fähigkeit. Wo muss ich eigentlich hin jetzt? Wo bin ich eigentlich jetzt? Ach, da unten bin ich. Ja, da muss ich mal da oben hin, ne? Und ich bin jetzt mal so frech und nehme jetzt einfach mal das Pferdteil. Ah ja. Er schaut nach links und rechts. Auf einmal ist unter ihm ein Pferd. Geil. Na gut, das ist eine Überraschung. So. Ist mir egal, was da drin ist. Ich werde weiter nach oben reiten. Ich werde. Ich werde weiter nach oben reiten. Ich werde weiter nach oben reiten, meinte ich gerade in meiner verdingsten Sprache. Ja, wie komme ich da jetzt nach rechts, hä? Da ist doch ein riesiger Berg. Der Bergdoktor. Komme ich jetzt da nach rechts oder? Falatlorn? Nö, ich will doch nicht noch Falatlorn. Ich will einfach noch da hinten hin, ne? Ah, Kacke. Okay. Habe ich mich verritten? Und wenn sich jetzt einer bis hierhin geschaut und denkt sich, ja, warum soll ich dem zuschauen, wie der ein Online-Spiel spielt, das ich auch spielen könnte? Das ist eine gute Frage. Und dann dachte ich mir jetzt gerade, warum sage ich denn sowas? Bestimmt ist es euch noch gar nicht aufgefallen, dass ihr sowas fragen könntet. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wohin muss. Ich habe ein Pferd, das ist cool. Also das Sound ist schön gemacht von dem Spiel, doch das gefällt mir. Und die Antwort auf die Frage ist, na und? Ja gut. Ich schätze mal, dass ich dann so jetzt dann über das Ding da so reinreiten kann. Ich weiß nicht. Ich hoffe mal. Ja, ich denke mal, dass das so klappen wird dann, wenn ich nach oben reite jetzt gleich. Und mein Pferd umkippt, weil es so steil ist. Oh, hier ist Ding, hier ist ein Feld. Hier könnt ihr doch mal anbauen, ne? Minen aufspüren und Holz aufspüren. Muha. Oh, da hinten ist Holz aufspüren. Ja, was ist das? Wieselnde Hafenratte. Wieselnd? Die wieselt gerade dahin? Eine wieselnde Hafenratte. Na gut. Eberechenzweig. Hahaha. Habe ich jetzt gerade mein Försteraxt dabei? Ja. Okay, ich fäll jetzt den Zweig hier, obwohl daneben ein riesiger Baum steht. Ganz klar. Ne? Kommst du hier? Ich habe da hinten noch einen Zweig gesehen. Den schnapp ich mir auch mal gleich. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da hinten ist der Zweig. Oh, ob der nicht zu weit weg. Oh, ein schwerer Zweig. Ja, leckt mich am Arsch. Schaffe ich den schon? Nein. Nicht aufgesessen. Ach so. Absitzen halt dann. Und. Nicht so schnell reiten. Und ich fäll jetzt einfach mal den schweren Eberischen Zweig.
Oh, und 5 Stück Holz, ey, leck mich am Arsch, du. Ja, leck mich am Arsch. So, jetzt aber geht's weiter. Mit meiner Quest. Ich würde die Quest eigentlich machen. Ah, ich reite schon zur richtigen Schatelle hin. Was ist das? Ein Talfliegen, ja, perfekt, ey. Ihr könnt einfach absitzen, mein Gott. Ist das gay. Warum zieht es dann einfach automatisch ab? Es gibt doch automatisch absitzen, oder? Ah. So. Kleiner Dreckhaufen. Na, den nehmen wir doch mit. Ich nehme gerne kleine Dreckhaufen mit. Okay, jetzt habe ich gerade Minen aktiviert. Zum sehen, aber ich habe jetzt gerade, ich finde jetzt gerade keine Mine. Muss dann doch mal warten. Also ich freue mich richtig, wenn ich die ganzen. Ich freue mich schon, wenn ich hier 100 Stunden gespielt habe. Das werden auf jeden Fall 100 Stunden. Und auch wenn es echt niemand anschaut, es macht mir einfach Spaß, das zu machen. Da zu kommentieren, wie ich das Spiel spiele. Das macht einfach unglaublich Bock. Und das ist einfach cool, ne? Also, Ding. Und muss mir jetzt keiner sagen, weil, Ding. Hobbys. Ihr könnt euch jetzt ein Hobby zulegen. Yeah, Hobby. Ich werde Musiker. Ich kaufe mir eine Gitarre. Im Journal befindet sich ein Hobbybereich, der jetzt aktiviert wurde. Yeah. Okay. Ausstattungen. Ja, das weiß ich schon. Karte. Das weiß ich auch. Oh, der ist ja grün. Am besten töte ich den. Kann Ziel keinen Schaden zufügen? Warum nicht? Ich will das Vieh schlachten. Ich meint, ich will das Vieh bewachen. Versaut. Fail. Ja, noch scheiß drauf. Am besten hauen wir jetzt Teufel kaputt. Drecktauben hauen, ihr Quallenfischner, Quallenfischner. Ah, ich hab doch jetzt gerade so ein Ding benutzt. Oh, was habe ich jetzt. Oh, was, auf was habe ich jetzt gedrückt, ey? Ach so, das ist. Oh, stimmt. Dann wieder mal das, den Dreckhaufen mitnehmen von dem Viech. Und ich fände jetzt gleich mal die ganzen Schriften an, wo ich bekommen habe. Also, da wäre zum einen. Finde ich jetzt gerade nicht. Und zum anderen habe ich keine Ahnung davon. Der besonderen Reise. Nö, ich will nicht reiten. So dämlich. Au. Jetzt sind wir Level 7 und können das Level 7er Paket aufmachen. Muhahaha. Schrift des anfänglichen Angriffs nehmen wir. Schrift der anfänglichen Lebenskraft. Noch nicht. Noch nicht. Und da haben wir Level 8er Ding. Schön. Ich ziehe mir jetzt mal das in die Leiste rein. So. Dass das schneller geht. Weil es gibt ja hier eine Menge Tasten, ne? Und da passiert das schon mal. Oh Gott, wo muss ich jetzt hin? Sprecht mit, besiegt widerliche Kreaturen. Wo ist es? Ah, das ist da oben irgendwo. Wo ist es? Oh mein Gott. Wo sind die widerlichen Kreaturen, die ich zu bekämpfen muss? Zu bekämpfen, versuchen, zu wagen. Scheißdreck. Ein Fuchs. Ich kann den Fuchs auch nicht töten. Ist das scheiße. Ich könnte sein Fell nehmen. Und dann Ding, oder? Aber ich könnte auch die Hafenratte. Ja, die kann ich töten, die Hafenratte. Das ist ja mal super, wenn ich Hafenratten töten kann. Aua. Ach so, er killt gerade den Wolf. Gut, das freut mich. Ich kann Ratten töten, aber kein Fuchs. Ich finde Füchse viel gefährlicher als Ratten, muss ich mal sagen. Jetzt muss ich echt da absitzen. Hey, ist das scheiße. Na gut, ich gebe mich noch dran. Ich gewöhne mich an alles. Und ich fäll den Baum von hinten. Ich muss nicht mal den Baum anschauen, so fäll ich den. Hey, ich bin geil. Oh! Tropfen, klebriges Harz. Was bringt mir das Harz? Holz kann mit Harz beschichtet werden. Yeah. Geil, ich habe Harz gefunden. Es klebt in meiner Kleidung. Yeah, Kleidung. Ich schaue mal kurz in mein Inventar. Und meine Fertigkeiten? Habe ich gerade.